willkommen hier zu einer neuen Folge von Messis Journey. Herzlich willkommen zu der höchstwahrscheinlich vorletzten Folge von Messis Journey. Ihr habt euch in der letzten Folge für Mavropanos entschieden und Mavropanos ist ein richtiger Bulle. Mavropanos ist ein richtiger Bulle. Freue ich mich wirklich sehr über dieses Upgrade. Ich finde, Mavropanos ist auch ein geiler Fußballer in der Bundesliga. Und ein Upgrade fehlt noch. Ein Upgrade fehlt noch, nämlich hinten links Hernandez. Wenn wir Hernandez geupgradet haben zu einem 100-Plus-Spieler, ist die Serie vorbei. Das heißt, es gibt noch diese Folge und dann noch eine Folge, weil es gibt ja noch die finale Folge, wo wir einfach nochmal 1 gegen 1 Spiele machen, um quasi mit dem finalen Team nochmal 3 Spiele zu machen und hoffentlich ja alle 3 Spiele zu gewinnen. So ein Ding ist das, weil wir müssen ja noch feststellen, welchen Linksverteidiger wir uns dann noch holen. Wir haben derzeit noch 400.000 Münzen oben auf der Uhr, unten auf der Uhr, nicht oben, unten auf der Uhr, unten links in der Ecke Besen seid's gewesen. Diese Münzen möchte ich nicht verkacken, ich möchte gewinnen, ich möchte alle 3 Spiele gewinnen, ich möchte Messi-Tore sehen, ich möchte eine geile Folge haben und deswegen gehen wir rein ins erste 1 gegen 1 Spiel und ich hoffe, ne, dass ihr direkt mal ein Däumchen da lasst und heute Abend gibt es eine neue 20 Uhr Folge, kann ich euch direkt sagen, eine sehr geile 20 Uhr Folge geworden, als kleiner Spoiler-Mäuler. Und der erste Gegner hat einen 111er Team OG mit Piontek vorne drin. Christoph Piontek, eigentlich müsste ich ihn dafür gewinnen lassen. Aber 158 gegen 111, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Also wenn alles normal läuft, was heißt normal, im 1 gegen 1 läuft eigentlich nie alles normal. Aber wir haben schon halt einen großen Vorteil, das kann man sagen. Schöner Pass, Musiala, Jamal, Musiala, Thuram, geh hoch. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht, dass der Ball nicht reingeht. Mama mia. Und jetzt werde ich ausgekontert hier, oder was? Camaro. Ne, Eric Garcia passt auf, aber klärt zur Ecke. Mann, ich muss doch schon 1-0 führen eigentlich. Und jetzt kriegt der Lümmel durch sowas eine Ecke und macht natürlich ein Eckballtor mit Antonio Rüdiger. Wieso verliere ich denn immer gegen die schwächeren Gegner? Meine Fresse, bin ich schon wieder angepisst. Ja, Piontek macht ein Kopfballtor. Jetzt reicht's doch langsam. Hallo? Was ist das denn heute hier? Boah, ist das lächerlich. Ja, also jetzt raste ich hier gleich komplett. Leute, ich raste hier gleich komplett aus. Wirklich, mein Ausrastfaktor ist von... Er war vor der Folge bei 0. Ich war ganz geschmeidig die Folge am Aufnehmen. Ich habe ganz geschmeidig die Folge gestartet. Und jetzt bin ich schon wieder so salzig, Alter. Ich bin salziger als das Rote Meer. Meine Fresse. Jawohl. Messi geht. Und Messi macht das Tor. So ein wichtiges Tor vor der Halbzeitpause. Danke, Messi. Das heißt, wir stehen jetzt bei 300.000 Münzen, weil wir hatten 4.000 minus 3 Gegentore, 100 plus 200 jetzt nochmal, bam bam. Das heißt 300k. Wichtig für die zweite Halbzeit. Und jetzt wird abgepfiffen. Jetzt hätte ich da oben... Ah, mal. Ja, okay, Leute. Ich bin immer noch salzig wie das Rote Meer, aber... Jetzt bin ich... meine Motivation ist zurück. Schöner Ball auf Messi. Messi mit dem Traumtor. Let's go. Kann ich das Spiel drehen? 2-3, 60. Minute. 500.000 Münzen. Ich sag so, wie es ist. 100, also 1 Million Münzen würde uns für einen Linksverteidiger ausreichen. Für einen 100-plus Linksverteidiger. Aber wenn wir irgendwie nur 200.000 Münzen am Ende haben, dann werden die nicht ausreichen. Und er macht ein Kopfballtor. Ich krieg hier nur Kopfballgegentore. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, meine Fresse, Alter. Boah, bin ich schon wieder sauer. Leute, ich krieg jedes Mal so einen Hass, wenn ich ein Kopfballgegentor bekomme, ne? Ich weiß nicht, wer meinen Schmerz gerade mitfühlen kann. Kann jemand meinen Schmerz mitfühlen, den ich gerade erleide? Und der Gegner ist halt auch gut. Der Gegner spielt aber halt auch immer wieder gut nach vorne. Ich weiß nicht wieso, was er da genommen hat, aber er spielt mit seinem Kackteam, was er eigentlich hat. Er hat ein richtiges Kackteam und er spielt aber wie ein Weltmeister.
Okay, gewinnen kann ich nicht mehr. Aber ich könnte noch wenigstens irgendwie vielleicht noch ein Türchen reinknallen. Ecke, Ecke. Was? Was ist... Oh! Tyrann, mach ihn bitte! Ja, ich rauskommen. Ja, kann nicht mehr gewinnen. Das hat er auch nur gemacht, weil die 90. Minute ist, der kleine Frechdachs. Aber für die Serie, für Messi's Journey ist es halt wichtig, weil wir jetzt nochmal 100.000 Münzen kriegen. Das heißt, wir stehen bei 500.000 Münzen. Ist zwar jetzt nicht ganz so heftig, aber... Immerhin. Immerhin haben wir nochmal 3-4. Auch wenn es gegen so einen Gegner eigentlich hätte anders aussehen müssen. Das bin ich ganz auf eurer Seite. Und der zweite Gegner hat eine Mannschaft mit 172. Psycho Stadium. Soll ich euch was sagen? Soll ich euch was sagen? Ich glaube, gegen diesen Gegner werde ich jetzt besser spielen als gegen den Gegner davor. Schön. Schön. Und dann kommt die Grätsche. Oh mein Gott, der muss sitzen, so ein Ball. Das hat er so gut verteidigt, der Gegner. Muss man einfach mal so sagen. Und jetzt kriege ich im Konter das 1-0. Rui Patricio hält ihn. Rui Patricio hält ihn. Heidewitzka, Alter. Heidewitzka. Bitte kein Eckball gegen Tor. Bitte kein Eckball gegen Tor. Und ich kriege einen Eckball gegen Tor. Mann! Schön. Und jetzt rüber. Und... Hui. Hui, Bruder hat nachgespenst. Wichtig und richtig. Dankeschön. 1-1. Und wir sind wieder bei 500.000 Münzen. Schön, Thuram. Markus Thuram, kann ich jetzt... Ja, muss ich drehen? Muss ich einmal drehen? Ich muss eine Reise machen. Ich muss eine Reise gehen. Die Reise nach... Jerusalem, let's go, Markus Thuram, 2-1, das ist die Führung, so wichtig, 600k und ihr wisst es, bei einem Sieg bekomme ich eine Siegprämie von 500k, holy moly, schöner Ball, und in die Mitte, Messi, jetzt irgendwie drehen und den Ball mit Messi reinjagen. Irgendwie drehen und den Ball mit Messi reinjagen. Ich sag's ja, Leute, gegen den Gegner werde ich besser performen. Ich hab's gewusst. Gegen so einen Larry-Gegner verliere ich einfach und jetzt... Ja, moin. Schön. Messi mit dem Hacken zu Hacke. Mit dem Messi, 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 Messi. Hier, der entscheidende Trick war der Hacke zu Hacke. Deswegen bin ich da vorbeigekommen und deswegen hat Messi ihn reingehauen. Das heißt, wir sind bei 1 Million Münzen und noch nicht die Siegprämie mit drauf gerechnet. Ja gut, 87. William José. Ja, schnürt mir einfach mal ein Köpfballtürchen da ein. Und somit ja, ist die 1 Million jetzt wieder ganz schnell weg. Aber die 1 Million haben wir jetzt gleich wieder ganz schnell, weil wir das Spiel gewinnen werden. Das heißt, wir landen bei 1,4, weil hier wird nichts mehr passieren. Und wir gehen rein ins letzte Spiel und mal schauen, was jetzt nochmal für ein Gegner am Start ist. Ich hoffe, dass wir nochmal das Spielchen gewinnen können. Ja, perfekt. Wir spielen gegen einen Hacker, Fragezeichen. Einfach null Guess. Ich habe einfach nicht gesehen, was er für ein Team hat. Vinicius Junior, Ben Yedder. Perfekt. Danke, ey. Kuss. Nee. Kopfballtore habe ich heute zu viel kassiert. Nochmal ein Kopfballtor, das würde ich nicht verkraften. Wofür gibt's denn einen Freistoß, Alter? Hör mal auf, Schiri. Ich weiß, wo dein Auto steht, Kollege. Schöner Angriff bis jetzt und ich gerade sage ich, schöner Angriff bis jetzt. Verliere ich die Kugel, Cuadrado kommt nicht hinterher. Ja, und dann knallt er mir den einfach so rein. Er knallt mir den einfach so rein. Ich weiß nicht mal mit wem. Doch, mit Hui Min Son. Somit 1,3. Oh, schön. Schön gespielt. Jetzt noch eine schöne Flanke. Eine schöne Flanke auf Messi. Fellaini. Oh, Mann. Fellainis Journey steht schon
Steht schon vor der Tür, sage ich euch, so wie es ist, Kapi Klaus Nikolaus. Jetzt, 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 knall ihn rein, Junge. Aju, 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 aju. 1,4 sind wir wieder. Kommt zwar mit über Umwege zu Aju, aber mir vollkommen scheißegal. Nee, 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 Patricio, ruhig. Patricio muss raus, Leute. Winkel verkürzen. Ich sag's euch immer wieder, Winkel verkürzen ist Gold wert. Winkel verkürzen ist Gold wert. Und weg damit. Oh, oh, Patricio. Was macht er da? Und der springt nochmal, habt ihr das gesehen? Habt ihr das bitte gesehen? Habt ihr das gesehen? Okay, da wird er, oder kommt er da vorbei? Aju, Aju kommt vorbei. Aju kommt vorbei. Flanke. Oh! Was hätte ich machen sollen? Ich weiß nicht, was ich hätte machen sollen. Und hier kommen die ganze Zeit eBay-Benachrichtigungen rein. Ja, mein Kauf, mein Kauf. Weg, weg, weg. Nein, bitte nicht noch das 2-1. Bitte nicht noch das 2-1 und ich kassiere das 2-1 in der 90. Ich bin gebrochen. Ich bin gebrochen. Ben Yedda. Ben Yedda. Wissam Ben Yedda. Und das war's. Wir verlieren 1,3 Millionen, aber mit 1,3 Millionen möchte ich den Kopf nicht in den Sand stecken. 1,3 Millionen reicht definitiv für einen Linksverteidiger. So, dann kommen wir zu den drei Upgrade-Paaren. Es war mal, ja, eine durchwachsene Folge, aber trotzdem haben wir genug Münzen, um ja die Serie nächste Woche zum Finalpunkt zu bringen. Also es ist jetzt schon das Finale quasi, aber nächste Woche zu Weihnachten. Also dann nächste Woche ist dann der 25.12. Also nächste Woche Samstag gibt es dann die nächste Folge von Message Journey, die finale Folge von Message Journey, wo wir nochmal mit unserem Finalteam 1 gegen 1 Gegner hoffentlich zerstören werden. So ein Ding ist das. Erstes Upgrade Bertrand, zweites Upgrade Guerrero, drittes Upgrade Creswell. Ihr findet jetzt drei Kommentare von mir in den Kommentaren, 1, 2, 3 und ihr liked einfach den jeweiligen Kommentar. So einfach geht's, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss!